geh runter. Das hagelt klein runter. Ja, servus liebe Zigarrenaficionados. Es gibt ein weiteres Zigarrenreview von einer alten Marke, die es genau 100 Jahre schon gibt. Aus den Kanarischen Inseln kommt die. Dort heißt es Dos Santos und hier heißt es halt La Regenta. Ich habe, glaube ich, aber die schon mal reviewed gehabt. Also nicht die, aber ich habe, glaube ich, schon mal die La Regenta reviewed gehabt. Aber ich finde auf meinem YouTube-Kanal wieder nichts. Aber ich bin mir auch gar nicht so sicher, weil die halt auch relativ neu und günstig ist. Ich meine da mal eine Maduro-Variante geraucht zu haben. Weil die gibt es halt so, hier, normales Shade, Ecuador, Criollo-Samen, Shade-Variante aus Ecuador und Domrep Umblatt, Domrep Einlage und aber auch, was mich so ein bisschen dann angeturnt hat, so brasilianisch. Ja. Die haben auch so ein paar Linien, wo Kuba mit in der Einlage ist, deswegen habe ich gedacht, das hört sich doch ziemlich bekannt an. Aber irgendwie, weiß ich gar nicht, ob ich die jetzt schon reviewed hatte oder nicht. Also die Maduro-Variante vielleicht. Weil so neu sind die nicht. Also die hier schon, die ist jetzt in diesem Jahr, jetzt im September, aber die Maduros und so, weil das ist die Dresde 1921, ja, das ist eine neue Linie, die gibt es erst seit jetzt, aber so die normale und auch die Maduro, die normale Variante, gibt es schon seit 2 Jahren anscheinend hier irgendwie. Aber wie das genau ist, wenn die Marke 100 Jahre alt ist, aber erst seit 2 Jahren hier, keine Ahnung. Also mehr wurde das bei Cigarworld nicht beleuchtet. Sieht so ein bisschen klassisch aus, so ein bisschen Low Budget, sage ich jetzt mal, erinnert so an eine, ja, wie damals, wenn man zum ersten Mal in den Laden reingegangen ist oder die ersten Male und hat man halt sowas gesehen mit so einem schönen Gemälde und irgendwie wirkte das so irgendwie schon fremd und irgendwie was Besonderes, aber irgendwie auch komisch. Ich weiß nicht, wie ich die Bauchbinde beschreiben soll. Sieht gut, sieht schon okay aus, aber hat natürlich so ein bisschen Islas Canarias, hat so ein bisschen so einen Low Budget Touch. Es ist auch keine teure Zigarre, also die Gran Toro hier kostet 10,80, 56er Ringmaß, 15,24 cm. Genau. Ich merke ja schon, ich habe sie kurz im Mund gehabt, so eine leichte Pfeffrigkeit. Und auch vom Rauch, also vom Kaltgeruch meine ich. So eine leichte Pfeffrigkeit, aber eher so floral, also so eine leichte Zedernholz-Nuance mit dabei. Das war's. Also so ein bisschen Blumen, Zedernholz, das war's eigentlich aber auch schon. Ich hoffe halt, dass von dem brasilianischen Tabak einiges an den Start gehen wird, aromatisch gesehen. Mhm. Wir haben jetzt wieder so ein bisschen, ich sag jetzt mal Kellergewölben, dieses staubige oder eine alte Scheune, dieses leicht staubige. So eine leichte Creme, so eine dezente Süßlichkeit, aber ich merke jetzt schon relativ schnell, diese Shade-Schärfe, das ist wirklich, ja nee, das ist zwar eine schöne Cremigkeit, so eine Butterigkeit auf den Lippen, aber du hast halt diese passiv-aggressive Schärfe. Ja, schauen wir mal. Aber ich meine, dass ich da schon mal eine gehabt habe. Also, ich meine sogar, dass es die Maduro war, weil eben, ich weiß es echt nicht mehr, wegen dem Kuma oder war das die Alfambra mit dem Kuba drin, die ich neulich hatte. Also ich check langsam selber nicht mehr durch. Aber von den ganzen Namen und vom Design her, wenn da jetzt, was weiß ich, was draufstehen würde, würde ich auch sagen, wenn da Paradiso oder so stehen würde, mit diesen ganzen Goldmünzen. Ist ja kein Papagei drauf, sondern halt so eine bunte Frau hier. Also hat so, das es sieht cool aus, aber man merkt, das ist halt eher so ein Budget-Ding. Also, das meine ich nicht negativ, sondern ist so eine Underdog-Zigarre, die lecker ist. So. Und das erinnert mich halt eben an die Zeit damals, wo man dann die ersten Zigarren gehabt hat. Wo dann ein bisschen ausgefallener waren, ein bisschen teurer waren. Und dann doch auch interessante Zigarren dabei waren. Und diese hier hat jetzt nichts Besonderes. Ich merke gleich, das geht in eine leicht ecuadorianische, nussige Süße über. Ein bisschen Creme, aber dieses passiv-aggressive Shade-Schärfliche. Ja, und halt so ein bisschen Zedernholz. Das Brasilianische merke ich noch nicht so genau, aber ich glaube, das bahnt sich trotzdem so langsam an. Also eine leichte Toastigkeit habe ich mit dabei. Also sie ist nicht übermäßig cremig oder süßlich oder irgendwie sowas. So dieses Toast-Ledrige
haben wir hier am Start. Das spricht halt so ein bisschen für Brasilien. Also so ein bisschen kommt das Brasilianische durch dieses Toastig-Ledrige ein bisschen mehr hervor. Das Domrep, ja, Aromatik halt eher so Richtung dieses leichte, holzige, aber. So eine leichte, bittere, grasige Nuance habe ich auch. Also jetzt nicht die allerfeinste, nicht der allerfeinste Einstieg, sage ich jetzt mal. Ein bisschen, klar, die Cremigkeit, was es so ein bisschen einfacher macht. Aber schon dieses floral, leicht, grasig, bittere, grasige, holzige, toastig, ledrige, geht schon in eher, ja, erwachsenere, kräftigere Richtung, auch wenn die Zigarre jetzt nicht in dem Sinne nikotinlastig oder richtig krassisch oder so stark ist oder irgendwie sowas. Das ist eine schöne Grundwürze einfach, ein bisschen eben dieses Kellergewölben, leicht staubig, grasig, schrägstrich moosig, schrägstrich leicht mineralisch salziges, ganz leicht. Ja. Aber ist nicht schlecht so. Schmeckt interessant, also ganz, ganz gut. Ich hoffe, dass wir halt noch das Brasilianische deutlicher hervorbekommen werden. Wenn da so richtig schöne Kaffeeröstaromen noch sich entwickelt oder eine andere schöne, interessante Würze. Wer weiß. Ja, das ist mein erster Eindruck, ne? Merkt mich. Gutes Rauchvolumen, kaum Gegenzug, funktioniert. Gutes Rauchvolumen, guter Abbrand. Ja, also das Gesamtpaket finde ich interessant. Die Aromen sind halt nicht ganz so fein oder halt nicht so ganz fein klar voneinander abgegrenzt. So. Ja, das ist alles so ein bisschen verwoben miteinander, schön in eine Richtung. Aber es ist ein schönes Paket und sie schmeckt einfach. Also ich sage jetzt einfach mal salopp, eine etwas mildere Bolivar, Bellicosus Finus. Jetzt in dem Stadium zumindest, weil die Creme ist jetzt weg. Jetzt ist eher so ein schönes ledriges Ambiente am Start, dieses leicht zedernholzartige, die schöne Grundwürze, dieses natursüßliche. Weil dieses Ecuador Criollo Shade Deckblatt ist schon so ein bisschen tricky, muss ich sagen. Also jetzt beim Blind Tasting oder so würde ich mich da auch so ein bisschen wahrscheinlich selber verarschen. Das Brasilianische möchte nicht so wirklich durchkommen, du hast dieses leicht toastige, aber ein bisschen Kaffeeröstaroma wünsche ich mir eventuell noch, was sich da auftun könnte, sollte. Aber ich finde, das für 10,80 ist ein schönes Ding. Kann nichts Negatives sagen, außer dass die Creme ziemlich schnell weg war. Ja, ich hoffe, dass es nicht super trocken und super ledrig noch wird. Aber jetzt momentan ist es nach knapp 10 Minuten, 11, 12 Minuten, ist es genau okay so. Also ist gut. Ja, ich habe hier so ein bisschen mehr Toast wieder vom Anfang. Da schließt sich ein bisschen der Kreis. Ich würde jetzt mal sagen, so fast schon so Brezel. Salzigkeit haben wir am Anfang auch gehabt. Aber so was Brezelteigmäßiges. So ein bisschen. Ansonsten habe ich wenig Entwicklung. Sie bleibt ledrig. Eine Grundwürze ist da, so ein bisschen Zedernholz, feines. Also ist eine schöne Zigarre so, aber auch nicht wirklich komplex. Ja. Aber es schmeckt, ganz ehrlich, man könnte, ich wiederhole mich beim Blind Tasting, meinen, dass da sich was Kubanisches verbirgt. Also ganz ehrlich, dieses ledrig-holzige, kernige, würzige, bisschen das Toastige, dieses leicht Mineralische. Also ich behaupte, dass nicht jeder da direkt rausschmecken würde, dass es ein komplett anderer Blend ist als eine kubanische. Also ich würde behaupten, dass der ein oder andere tatsächlich was Kubanisches vermuten würde. Hört sich jetzt natürlich irgendwie reißerisch an oder komisch, aber also als Alternative, das ist meine Alternative für Kuba, diese Zigarre. Man muss ja auch ein bisschen anecken, ne? So ein bisschen was labern, was dann die Leute sagen, was labert der? Dann muss ich selber mal probieren. Ne? Das ist ja der Sinn und Zweck teilweise. Nein. Dass dieses Toastige wieder ein bisschen mehr kommt, finde ich nicht schlecht. Und das Kaffeeröstaroma war ein bisschen intensiver, so die letzten 5 bis 10 Minuten auch. Also schon eine coole Geschichte an sich. Ja? Also 10,80 finde ich auch ein fairer Preis. Wir sind jetzt bei knapp 40 Minuten. Ist okay, wir haben noch 4-5 cm. Ich denke mal, die Stunde knacken wir auf jeden Fall und dann ist 10,80 auch gut. Ja, jetzt sind wir bei ja, 45 Minuten.
tut sich doch jetzt was. Ja? Und zwar schöne Schwarztee, Kräutertee-Geschichte. Also diese klassische Erde, die kommt noch hinzu. Jetzt wird es auch ein bisschen trockener. Bis Minute 40 war es eigentlich genau okay so, neutral. Und jetzt merkt man schon, jetzt wird es trockener. Und jetzt hat man mehr so diesen Drang, was zu trinken. Dieses Grasige auch vom Anfang, dieses moosige, kellergewölbenartig, florale, kommt ein bisschen mehr. Und ja, Patagas. Also, probiert die mal und schreibt die in die Kommentare, ob ich einen Blödsinn laber. Also wenn keiner in den Kommentaren schreibt, ich habe die gehabt und keiner hat eine Sekunde an eine kubanische Zigarre gedacht, als Vergleich, dann lösche ich meinen Kanal. Weil, also ganz ehrlich, no? Ja, also wir sind jetzt bei gut 50 Minuten, Abbrand ist noch okay, Rauchvolumen ist okay, jetzt wird sie eindeutig erdiger, ledriger, trockener und ja, wir haben nicht nur das Deckblatt Criollo, sondern auch die Domrep-Einlage, ein Teil davon Criollo und das ist ja so die neue Interpretation oder diese Neuentwicklung des urkubanischen Saatguts, wie auch immer. Und hier aber merkt man das deutlicher. Also ich hatte natürlich schon viele mit Criollo und es war schon auch in die kubanische Richtung, sage ich jetzt mal. Aber ich finde, hier kommt es irgendwie, ja, eindeutiger hervor. Deswegen kann man echt so salopp sagen, also beim Blind Tasting, ich wiederhole mich, der ein oder andere würde da meinen, da ist was Brasilianisches mit dabei. Ne? Also von dem her, nicht schlecht. So, wir sind jetzt bei knapp 75 Minuten, keine Sekunde ausgegangen. Also ich habe keine Sekunde Angst gehabt, meine ich, dass sie ausgeht. Abbrand ist jetzt nicht der allergeradeste gewesen, aber sehr gute Zigarre, schöne Zigarre, genug Komplexität, schöne Aromen. Und ja, eine 4 von 5 auf jeden Fall. Ich denke, dass hier ein halbes Jahr Lagerung auch nochmal ein bisschen gut tun werden oder ein Jährchen. Also wirklich positiv überrascht. Ist jetzt nicht eine Zigarre, wo man noch nie geraucht hat oder so, oder irgendwas ganz extrem Neues oder so, aber einfach sehr lecker, schön interessant, cooles Format, gutes Rauchvolumen, ja, gute Rauchdauer, alles spitze soweit. Ja, also, Dankeschön fürs Liken, Kommentieren und Abonnieren schon mal.